Edda, herzlich willkommen in diesem wunderschönen Fußballmuseum in Dortmund. Ja, vielen Dank. Aber du bist da weiter als ich, du warst schon öfter hier. Ja, es gab schon einige Anlässe, wo ich hierzu eingeladen wurde. Und es ist natürlich ein tolles Gebäude mit tollen Erinnerungen, Historien, die den deutschen Fußball natürlich begleiten und den auch natürlich prägen. Meine ganz andere Frage, wir durchleben ja jetzt die letzten Monate eine schwierige Zeit. Wie hast du diese Pandemie-Zeit überstanden? Ja, natürlich auch mit all diesen Gegebenheiten, die einem gesetzt werden. Man muss vorsichtig sein, man muss Abstand halten. Natürlich impfen geht über alles, ja. Ich habe Gott sei Dank auch meine Impfung auch schon erhalten und fühle mich dadurch hier natürlich auch sicherer, aber immer noch vorsichtig und dass man das nicht auf die leichte Schulter jetzt nimmt, sondern eben weiter dann noch kämpft. Und die erste Zeit war natürlich sehr schwierig, wenn man dann eben mit Enkelkindern und mit den eigenen Kindern dann nicht diesen Kontakt haben darf, was man ja normal gewohnt ist. Und jetzt hoffe ich, dass es jetzt langsam wieder nach vorne geht und alle Menschen wieder Spaß am Leben haben, Freundschaften wieder pflegen können und das soziale Umfeld dann wieder stattfindet. Also du hast die ersten 10 Jahre in Sivas verbracht. Hast du damals da schon in dem Alter ein Faible, Talent für Fußball gehabt oder hat sich das alles in Deutschland entwickelt? Eins ist ja schon gegeben gewesen, und zwar das Talent genetisch von meinem Vater, weil er war auch Profifußballer. Der hat damals bei Ankara Demirspor gespielt und deswegen hatte ich das schon mit in die Wiege bekommen und habe natürlich sehr, sehr viel Spaß am Fußballspielen schon in der Kindheit gehabt. Und in Sivas natürlich Straßenfußball, zwischen den Straßen gab es ja immer dann diese berühmten Spiele, die untere Straße gegen die obere Straße und so, ja. Und da diese Spiele haben sehr, sehr viel Spaß gemacht und die ersten Erfahrungen mit dem Ball habe ich natürlich dort gemacht. Erdal, in diesem Jahr jährt sich zum 60. Mal die Unterzeichnung des Anwerbeabkommens zwischen Deutschland und der Türkei. Das ist so quasi der Beginn der Gastarbeiterschaft in Deutschland. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als dein Vater euch verkündet hatte, wir ziehen nach Deutschland? Ja, sicherlich sehr gut sogar. Und zwar war das so, dass wir damals in Sivas natürlich als Kinder mit unserem Leben sehr, sehr zufrieden waren, glücklich waren, und für uns war das also ein Schlag vor den Kopf. Wir werden jetzt unseren Freunden entzogen, der Umgebung entzogen und kommen jetzt in eine andere Welt, so gesehen. Und da hatten wir natürlich die ersten Monate, vielleicht ein Jahr sogar damit natürlich als Kinder zu kämpfen, dass wir in einem anderen Umfeld wieder neue Freunde gewinnen mussten, eine neue Sprache lernen mussten. Wir konnten ja kein Wort Deutsch und wurden dann ins kalte Wasser geschmissen. Es waren wirklich als Kind, was man empfunden hat, eine sehr, sehr harte Zeit. Und ich denke, dass wir sogar ganz am Anfang immer auch geweint haben und wollten zurück und haben unsere Freunde vermisst, unsere Umgebung vermisst. Und die erste Zeit war sehr hart. Ja. Wie habt ihr euch akklimatisiert? Wie habt ihr euch integriert? Ich meine, Kinder sind ja in der Lage, sehr schnell Freunde zu finden, sehr schnell sich auch umzustellen. Und so war das bei uns auch. Wir haben natürlich gezwungenermaßen in der Gegend, wo wir gewohnt haben, gab es sehr wenig ausländische Kinder. Und wir mussten Deutsch lernen. Also es war nicht so wie heute, dass ja oft, dass es so Ghettos gibt, wo die Leute dann sowieso eigentlich nur Türkisch reden oder Arabisch oder was auch immer. Das war nicht damals so. Man musste also, um sich zu erklären, auch die Sprache lernen. Und das war, glaube ich, schon ein Vorteil, dass wir dann nach ein paar Monaten schon, nach großen Anstrengungen und schon eigentlich schon gut ausdrücken konnten. Ja, eure erste Station war Hagen, wenn ich mich nicht falsch informiert habe. Erste und letzte, also genau. Wir sind immer noch da. Ja. Ja. Was bedeutet Hagen für dich? Ist das ein Stückchen Heimat geworden? Hagen ist eben einfach, ich habe da jetzt meine Frau kennengelernt, ich habe dort meine Familie gegründet und deswegen ist Hagen natürlich meine jetzige Lebensmittelpunkt,
so gesehen. Und wir fühlen uns natürlich in Hagen sehr wohl, weil wir dort eben aufgewachsen sind, weil all unsere Freunde dort sind. Und die Stadt selbst hat mir natürlich auch sehr vieles gegeben, schon seit der Jugend. Und es ist also auch ein Stück Heimat geworden, ja. Also die Stadt Hagen. Und Stadt Hagen ist wahrscheinlich mächtig stolz auf seinen Bürger, oder? Erdal Kessler? Ich hoffe, also ich habe auch sehr gute Kontakte zu allen Ebenen in der Stadt. Und deswegen ist das ein Miteinander, was sich wirklich harmonisiert. Und ich fühle mich wohl. Erdal, du bist als Profifußballer viel rumgekommen. Wie bist du mit Rassismus konfrontiert worden? Wie bist du mit diesem Thema umgegangen? Ja, ich bin ja seit 1980 eben schon in diesen Thematiken mit aufgewachsen, natürlich schon seit der Jugend. Also wenn man damals als türkischer Junge in eine deutsche Mannschaft reinkam, da war man so richtig Ausländer. Ja? Da gab es nur ein, zwei Ausländer pro Mannschaft. Es war ja nicht so wie heute, dass man dann jetzt vielleicht sogar noch mit 7, 8 oder 9 oder 10 ausländischen Spielern eine Mannschaft hat. Früher durfte man nur 2 Ausländer in der Mannschaft haben. Und da war man ein richtiger Ausländer. Also so muss ich das sagen. Und wenn man dann im auswärtigen Stadion dann aufgelaufen ist, dann wurde schon natürlich sehr oft auch rassistisch gegenüber einem dann Kundgebungen gegeben. Aber da war das eigentlich Alltag. Ne? Also das, was heutzutage so richtig als schlimm empfunden wird, war damals Alltag. Und da hat schon ein ganzes Stadion zum Beispiel auch dann schlechte Sachen dann über einen dann gerufen. Das wurde dann aber geduldet. Für mich war das aber so, ich habe das viel mehr als Motivation für mich gesehen, okay. Habe mir dadurch noch mehr Kraft geholt, musste dann noch mehr arbeiten, um zu zeigen, dass ich eigentlich nur Fußball spielen will und dass ich nur Tore machen wollte. Und dann, wenn ich dann im Auswärtsspiel so schlechte Kundgebungen dann gegen mich hatte und dann ein Tor gemacht habe, bin ich dann zu den Zuschauern, habe dann Küsschen, Handküsschen gegeben und so weiter. Also ihr habt mich eigentlich dazu gebracht, dass ich noch bessere Leistung gebracht habe. Vielen Dank, und das war dann meine Antwort. Also du bist neben Fußball auch viel im sozialen Bereich aktiv. Als Stichwort We Love Almania. Was sind das für soziale Aktivitäten, in denen du involviert bist? Das ist also eine Kampagne, die wir gestartet haben, wo wir eigentlich wollen, dass die türkischen Firmen sich auch jetzt hier äußern, wie gute Zeiten sie doch in Deutschland eigentlich auch ermöglicht bekommen haben, um so eine Firma aufzubauen oder sich hier auch entfalten konnten, dass man auch dem deutschen Staat auch danken muss. Als türkischer Unternehmer, von wo bis wo sie sich entwickeln konnten und was daraus alles geworden ist. Und dass das auch nicht nur Selbstverständlichkeit ist, sondern dass man eben sich das natürlich mit harter Arbeit, aber dass einem diese Chance dann auch gegeben wurde, dass man das kundtut und dass man sich dann eben in einem Pool dann da sich findet, um die ganzen Interessen dann vielleicht noch weiter zu vertiefen. Der Dank geht auch an dich, lieber Erdal. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen hier in dieser schönen Location. Ich danke sehr, und ich bin aber auch, sage ich mal, in der Pflicht, so diese Migration so zu erkennen, dass es wirklich zum Positiven geht. Und man muss an dieser Migration jetzt weiterarbeiten. Ich habe also auch eine Aussage an die ganzen ausländischen Mitbürger in Deutschland oder auslandstammenden Mitbürger in Deutschland, dass sie wirklich das auch schätzen sollten, was in Deutschland für Möglichkeiten sind, was für ein Sozialstaat überhaupt Deutschland ist. Und dass das in anderen Ländern wirklich keine Selbstverständlichkeit wäre, dass man so gut abgesichert ist, dass jeder den anderen auch unterstützt. Und man sollte sich wirklich dankbar auch zeigen dem deutschen Staat gegenüber und sich den gegebenen Ritualien, den Gesetzen und den Normen, die einem eigentlich auch vorgegeben werden, sich auch dort engagieren sollten. Und versuchen sollten, die Kulturen mit aufzunehmen,
nicht zur Assimilation, natürlich nicht. Jeder sollte sein von Anfang an geprägtes Leben auch führen, aber sich anpassen an die Gegebenheiten, die in Deutschland sind, und versuchen, miteinander eine sehr, sehr schöne Zeit zu haben. Und miteinander geht es nur, dann haben wir auch weniger Probleme.